Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute Morgen meine morgendliche Gesichtspflegeroutine für euch abgedreht und ich habe immer noch den Duddel auf den Kopf, den ich heute früh auf den Kopf hatte, als ich mir mein Gesicht gewaschen habe. Denn das ist das allererste, was ich mache, wenn ich morgens in mein Bad gehe. Das allererste ist, dass ich meine Haare zusammenbinde, damit sie mir nicht ins Gesicht fliegen. Danach wasche ich mein Gesicht mit kaltem Wasser ab, damit ich wach werde. Und dann trockne ich es vorsichtig mit einem Handtuch ab. Nachdem ich mir mein Gesicht gewaschen und abgetrocknet habe, muss ich mir die Nase putzen. Das ist einfach so. Schreibt mir einen Kommentar, wenn es euch genauso geht. Als erstes verwende ich von Kui Skincare den Ocean Toner, Rose Water und Marine Kelp als Gesichtswasser. Ich sprühe mir das ins Gesicht und reibe es dann sanft in die Haut ein. Unter meinen Augen verwende ich von Neon & Noble das Ascendant Eye Boost Gel. Das hilft, Augenringe zu entfernen, reduziert Schwellungen unter dem Auge und reduziert Falten um das Auge herum. Das verwende ich zweimal am Tag, das heißt morgens und abends trage ich es um meine Augen herum auf. Ihr könnt es entweder alleine verwenden oder unter dem Make-up. Es hat eine leicht gelige Konsistenz, zieht schnell in die Augen ein und fühlt sich sehr angenehm an. Ich habe sehr empfindliche Augen und ich habe es auch schon mal aus Versehen in die Augen bekommen, aber das war auch nicht weiter tragisch. Also es ist auf jeden Fall sehr verträglich. Wenn ihr euch auch für dieses Produkt interessiert, dann verlinke ich euch unten in der Infobox einen Link, über den ihr das Produkt kaufen könnt. Und zusätzlich habe ich noch einen Rabattcode von 10% für euch. Den Rabattcode findet ihr auch unten in der Infobox. Danach creme ich mein Gesicht mit einer Intensivpflege für trockene Haut von BB Young Care ein. Die ist mit Avocadoöl. Ich mag die Cremes von BB generell sehr gerne. Auch diese Creme zieht schnell in die Haut ein. Als Augencreme verwende ich von The Emo Oil Well eine Moisturizing Eye Cream. Die habe ich euch auch schon in meiner Abendroutine gezeigt. Genauso wie von Kui Skincare den Ocean Toner. Dann, was bei mir natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist Nivea Creme. Die verwende ich unter meiner Nase und auf den Lippen, damit meine Lippen schön geschmeidig bleiben. Und dann bin ich auch schon fertig mit meiner morgendlichen Gesichtspflegeroutine. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Produkte ihr morgens verwendet und ob ihr in der Früh euer Gesicht auch nur mit kaltem Wasser wascht oder ob ihr noch ein Gesichtsreinigungsprodukt verwendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem Food Diary. Ich freue mich auf euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss! Was war dein peinlichster Moment und was war bisher das Schönste, was du erlebt hast? Was macht dich glücklich?